Wir leben hier in Deutschland, wo drei Weltreligionen an das eine Gott glauben. Und für uns ist es genau derselbe Gott, auch wie für die Juden und für die Christen. Und deswegen halten wir es auch für wichtig, dass es dann auch in der Präambel mit drin steht. Warum? Was ändert sich für die Menschen? Was ändert sich für sie, ob Gott in der Präambel steht oder nicht? Das ist halt ein Bezug, der auch zeigt, dass die Menschen, die in diesem Land leben, auch sich zu Gott beziehen, wenn sie bei einigen vielleicht in Notsituationen sind, jemanden benötigen, dann sofort sich an Gott wenden. Und für viele andere, die in diesem Land leben, auch zur Kirche, Synagoge oder Moschee gehen, auch gerne tagtäglich sie zu Gott beziehen möchten. Und deswegen finde ich es auch wichtig, in einem Landtag, die auch diese Menschen vertreten, auch in deren Verfassung oder Präambel auch auf Gott Bezug genommen werden. Erzbischof Thyssen sagt auch, Gott in der Verfassung ist quasi eine Chiffre für die Begrenzung menschlicher Macht. Wofür ist... Kann ich mich anschließen? Ja. Kann ich mich genau anschließen? Weil ohne Gott, also ohne Gott, an dem wir uns beziehen können, wo es nur um menschliche Kraft gehen würde, wo wir unsere Grenzen nicht kennen, wüssten wir gar nicht, wo wir aufzuhören haben. Und glaube, bei all Weltreligionen gibt es Grenzen, wo es ganz genau heißt, Menschenrechte beachten und die sind auch genau vorgeschrieben. Haben Sie große Hoffnung oder sind Sie eher skeptisch, dass die Zweidrittelmehrheit im Landtag Ich glaube, ich bin zusammenkommt? eher skeptisch. Also nachdem wir auch bei unserem letzten Tagung erlebt haben, wie die Politiker sich, was Religionsfragen angehen, zum Religion beziehen, bin ich eher skeptisch, dass es wirklich drinstehen wird. Aber ich hoffe es. Hoffen wir, dass es wirklich drinsteht.